Der jetzt verletzt ist, dann kommen wir runter. Jawohl, Schulz im Strafraum, Schulz im Strafraum. Was macht er? Legt ihn rüber auf Neidhardt, mach ihn! Und ja! Du! Ja! Du! Nico! Ja! Das ja! ist die richtige ja! Antwort! Ja! Das ist die richtige Antwort! Der Putsch bringt den Ball rein und segeln sie alle vorbei. Dann Kölke hält das Ding fest. Riesenchance für Ingolstadt durch den Ball mit der 35 durch Biblia. Das Ding war doch schon fast drin, aber wir haben den Kraken, Helmer. Wir haben den Kraken. Und das ist einfach ein Treffer zum Genießen. Aber Pascal Breyer mit dem Ball gewinnen, da ist aber keiner steil. Ganz drüben wäre Türpitz. Traut er sich, den zu spielen? Er traut sich, den Ball zu spielen auf Türpitz. Der kommt sogar super. Türpitz nimmt den stark runter, hat eine 1-1-Situation. Türpitz geht Richtung Strafraum. Türpitz geht Richtung und schießt und schießt und schießt. Stopp! 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 Und jetzt kommt Hansa über die rechte Seite. Ist schon im Strafraum. Jetzt könnte die Flanke kommen. Jetzt kommt Tor! Nick Omladic ist das. Wen sucht er im Zentrum? Niemanden, er zieht selber! Und da gibt's dann zur Feier des Tages nach diesem schönen Treffer das slowenische Paddeltier. Verona Poledo. Wow! Wahnsinn! Was für ein schönes Tor! Kolja Pusch hat sich den Ball hingelegt, schießt und ja! Hält! Kolke hält den Ball! Da ist die Krake! So ist es! Der Ball! Oh Leute, entschuldigt uns bitte, wir können nicht mehr. Es ist geschafft! Wir sind in der zweiten Liga.